Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Event 23 Breaking Point 2. Wir starten heute mit Kapitel Nummer 2 dann auch. Los geht's. Der große Preis von Kanada, 6 Wochen später. Connor Sports, erste Saison ist dafür vor von Unbeständigkeit geprägt, aber von Team Chef Andrea O'Connor bleibt zuversichtlich, dass das bald wird, wenn das Team in Montreal antreten. Eine meiner Lieblingsstrecken auf jeden Fall. Und bin mal gespannt. Los geht's. Du bist der Boss. Breaking Point 2 hast du nicht die Kontrolle über die Fahren, sondern auf den Teamchef von Connor Sport. Andrea O'Connor. Cool. Das ist geil. Während dieser Besuch im Rechner des Teams muss Andrea schwierige Entscheidungen treffen, bei denen es während der Abteilungsevents um verschiedene unterschiedliche Themen gehen kann. Die Reaktion auf diese Events hat direkte Auswirkungen auf viele Dinge, wie zum Beispiel deine Leistung und dein Ruf. Sie können sich sogar auf Bonusziele und bevorstehende Rennen auswirken. Wer will gerade was von mir? Blöde Frage, kann ich den Dings rausschmeißen, den Butler? Ich glaube, das würde beim Teambesitzer, glaube ich, glaube ich, nicht gut ankommen, ne? Wenn das so wäre. Was habe ich jetzt hier? Dass sich um ihre Heimstrecke handelt, werden waren Zoll und Latifa die Wochen überall in den lokalen Medien vertreten. Ein bestimmtes Medienunternehmen wollte uns wohl unsere Probleme in der letzten Zeit instrumentalisieren, um die Erwartungen an die heimischen Fahrer in die Höhe zu treiben. Es hieß, es wird eine leichte Beute für die Kanadier und wir sind ja keine große Konkurrenz. Ja, na gut, zeigen wir es doch. So, David war von Anfang dieser Woche auf dem Kanal des beliebten Streamers zu sehen und versprach eine Führung hinter die Kulissen unseres Werks. Und zwar nächsten Donnerstag. Das kollidiert mit unserem geplanten Teambuilding in den Tagen für die Ingenieure in der Fabrik. Der hätte das vielleicht mit mir mal absprechen dürfen. Ich würde sagen, dass wir nicht zulassen, wenn es dauern, unsere Pläne. Ich konnte um dieses Video eine Menge Aufrufe halten. Das Team uns kontaktieren, um sie zu bestätigen, was wir vorgehen. Oh Gott, jetzt. Oh Gott. Nee. Also sorry, wenn überhaupt bin ich der Boss. Sorry. Ja, wie gesagt, ich bin der Boss hier. Normalerweise, wenn ich sage, hier ist ein Teambuilding, dann machen wir auch das Teambuilding. Dann lasse ich mir von den einfachen Fahrer ohne, vor allem ohne Absprache, lasse ich mir jetzt nicht nur irgendwas kaputt machen. So, gucken wir mal kurz in die Nachrichten, ob wir noch was haben. Ja, weiter Probleme. Das neue Team kommt nicht in Schwung. Bla bla bla. Wer will jetzt wieder was von mir? Das ist doch einfach Ruhe heute. Andreo, ich sehe mir gerade die Strategieänderungen an, die du geschickt hast. Okay. Nur um sicher zu gehen. Was auch immer heute passiert, ich habe den Vorrang in der Box, richtig? Wir werden sehen, wie sich das Rennen entwickelt. Wenn du den Vorrang brauchst, bekommst du ihn. Aber ich werde das nicht vor dem Rennen festlegen. Wir wissen doch alle, dass Jackson seinen Aufgaben nicht gewachsen ist. Wenn du die Punkte willst, darf er mir nicht in die Quere kommen. Verstehst du? Ach, geh mir nicht auf, sag die gern. Wir haben doch darüber gesprochen. Lass Aiden etwas frei. Es geht nicht darum, ob ihr euch in die Quere kommt. Wir müssen uns zusammenreißen und als Team arbeiten. Klar, also Vorrang in der Box, ja? Okay, ciao. Alter, gehst du mir gerade. Der gibt mir echt tierisch auf den Sack, muss ich sagen. Es ist gerade einfach so. Social. Der Rekord hat. Wenn sie sich zusammenreißen, ja. Ich verstehe sowieso nicht, warum der überhaupt noch ein Dings bekommt. Nach den Aktionen, was er so letztes Mal gebracht hat. Ich bin, wie gesagt, echt nicht überzeugt von ihm. Aber wie gesagt, natürlich hat er das Cockpit bekommen. Weil sein Papa mit Teambesitzer ist. Ich wage mal zu behaupten, das ist bei der Familie Stroll genauso. Aber gut, meine Meinung. Gut. E-Mail noch schnell checken. Ah, Kasper Ackermann, jo. Alles klar, auf geht's.
Gehen wir mal rein ins Rennen. Gut, das erklärt, warum wir auch so ein Problem hatten mit dem Grip. Das Auto war nicht so schlecht, das war einfach nur Grip-Probleme auf der Achse. Und jetzt geht's in Kurve 2. Butler kommt aus der Boxengasse und Jackson ist genau auf gleicher Höhe. Das ist brenzlig, Stefan. Keiner der beiden will nachgeben. Es wäre sauberer gewesen, wenn Jackson ihn einfach hätte fahren lassen, aber er lässt ihn keinen Zentimeter. Sie fahren weiter, immer noch Rad an Rad. Und fast die Berührung. Es geht jetzt die Gerade runter zur nächsten Schikane. Keines der beiden Autos kann sich absetzen. Jetzt kommt die Schikane und Jackson befördert beide von der Strecke. Butler über die Randsteine wieder raus. Oh, das sah übel aus. Ich glaube, eines der Autos ist beschädigt, Sascha. Ich glaube, das vom Butler. Oh mein Gott, was für ein Schaden, Stefan. Sie haben Plätze verloren. Unglaublich und komplett unnötig. Ein Auto ist beschädigt und beide sind zurückgefallen. Das ist ja das totale Chaos. Ich glaube, das gibt Ärger. Ich glaube, das gibt gleich noch Ärger in der Box. Primär Ziel, klar. Hol dir den 13. Platz vor Ende des Rennens zurück. So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich hier Mick mal aus und kassiere gerade kurz. So, Angriff gegen Mick. Lass ihm den Platz zum Atmen. Und jetzt haben wir. Jetzt sind wir zumindest mal wieder auf 16. Reifen sehen dann sehr, sehr gut. Also noch 90%. Also ich sehe es hier vorne auf meinem kleinen Display. Ich habe ja hier so ein F1-Display, was quasi auch vorne auf dem Lenkrad bei den Autos ist, habe ich hier quasi auch vor meiner Nase. Ist ein bisschen für mich einfacher, dann habe ich ein bisschen mehr Überblick. Ich kann zwar immer wieder hier umstellen. Aber warum auch? So, jetzt fahren wir zwei Autos an Latifi und Albon. Die beiden Williams. Nee, Latifi auf jeden Fall erstmal. Und Albon ist da zwei Plätze davor, also das Ziel ist Albon auf P13. Ich komme jetzt auch weg von Mick, das ist der Vorteil. Ich vermute, dass es Latifi ins Voll sein wird davor. Oder? Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 1,9 Sekunden. Gut, das Auto dahinter, das interessiert mich jetzt. Ich komme jetzt ein bisschen weg von den beiden. Und greife jetzt, gehe jetzt ran an der Tiefe. Jetzt müssen die Reifen hoffentlich halten ein bisschen. Und ich mag Kanada, es ist eine meiner Lieblingsstrecken. Wir führen vor dem Auto hinter uns mit 2,0 Sekunden. Ups, müssen wir aufpassen. Nicht zu nah ran, jetzt müssen wir ein bisschen angreifen. Jetzt können wir ein bisschen ransaugen. So, 1,9 Sekunden noch auf Latifi. Albon sind 4,5. Wir haben 5 Runden noch. Die Autos sind nah beieinander, das ist der Vorteil. Davor ist es Ocon, habe ich das richtig? Doch, ich meine, das ist ein Alpine auf jeden Fall. Jetzt vor der Schikane wird es eh nichts werden, das ist zu weit, das ist zu nah. Oder beziehungsweise noch zu weit weg, weil so rum ist es richtig. So, an der Stelle habe ich eben mitgeholt außen. Frage, jetzt kann ich Latifi. Ocon hält ein bisschen auf, den Latifi ein bisschen auf, nicht da jetzt irgendwie wegdrehen. Ich das Auto jetzt ein bisschen abfangen gerade. Leichte Grip-Probleme, aber Auto abgefangen. Ja, Ocon hält auf jeden Fall bei den Latifi gut auf jetzt gerade. So, während die weiter vorne sich so ein bisschen bekriegen, kann ich mich da reinarbeiten. Dann hänge ich nämlich schön dahinter noch dran. Aber noch nicht wirklich in Angriffsposition. Wieder leichte Grip-Probleme. Come on. Jetzt geht Latifi ran an Ocon. Frage, bleiben die da? Die kämpfen, die kämpfen, die kämpfen. Latifi hat leichte Berührung. Vielleicht ist das jetzt für uns ein Vorteil. Oh, oh, Hilfe. Nein, 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 n
Jetzt habe ich natürlich einen dicken Fehler drin gehabt. So, jetzt greife ich O'Conn an. So, vorbei an O'Conn, jetzt ran an Latifi. Der ist, Frage, reicht das, um vor der Fikane anzugreifen? Nein, 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 probier es jetzt gar nicht. Jetzt haben wir natürlich immer wieder kleine Fehler drin. So, Leclerc ist raus. Und damit wäre Latifi, glaube ich, das Ziel jetzt. Weil dann ist nämlich Latifi, wenn Leclerc vorne mit dabei war. Ja. So, wenn Leclerc war nämlich vorne mit drin, hier dann nämlich. Und jetzt rutschen wir auf 14. Und mein Ziel ist es jetzt, Latifi anzugreifen und tatsächlich auf Platz 13 vorzufahren. Das ist das große Ziel. Und davor wäre Albon, dann wären wir 12 da. Der Abstand ist nicht klein genug, um ranzugehen. Oder? Nee, nee. Die erste Linie war zu weit hinten. Die war nämlich vor der Kurve. Und wir waren nämlich leider weg. So, wir haben noch. Wir haben noch 3 Runden, also 2 plus diese. Wir sind dran an Latifi und Albon. Also an Team Williams sind wir jetzt dran. Ich will es natürlich jetzt nicht riskieren, da irgendeine Scheiße zu bauen. Wenn ich dranbleiben kann, kann ich ihn auf der langen Geraden holen. So, jetzt können wir angreifen. Eventuell angreifen. Nein! Nein, nein, nein! Ich wäre ja schon vorbei an ihm, also das war jetzt ein bisschen, ja, es war meine Schuld, es war ein bisschen übertrieben. Jetzt sind wir natürlich schön in Position, um Latifi zu snacken. Jetzt haben wir ihn. Vorbei an Latifi. So, den Teamkollegen haben wir schon mal abgehängt. Die nächsten beiden sind Albon und Norris. Jetzt ist alles Bonus. Jetzt haben wir nämlich diesen Wunschplatz des Teams. So, die nächsten 3 sind ja alle beieinander, also 12, 11 und 10. Und ich bin Arzt rein rausgekommen und das ohne das DRS. Warum habe ich kein DRS drin? So, gibt es einen Big Bonus. Jetzt müssen wir die 2 noch umholen. Ju on Norris.
Scheiße! Was willst du jetzt von mir? Dein Heckflügel ist beschädigt. Rechne mit geringem Leistungsverlust. Ja, ich habe die Tasse nicht gefunden. Ach ja. Das ist tatsächlich doch ein Blitz. Carlos Sainz gewinnt dieses Rennen. Jetzt muss ich natürlich in Position gehen. Oh, Mann, Latifi. Dankeschön, Teil Latifi. Danke. Weil du natürlich unbedingt bremsen. Ja, fick dich doch. Ich will nicht. Ich lass mich doch in Ruhe jetzt. Ach Mann, hey, weil Latifi nicht fahren kann. Ja, du musst unbedingt doch raus. Ich befürchte, dass das gerade geskriptet ist. Na Mann, ey, das ist doch scheiße sowas. Lass mich in Ruhe. Ich musste den jetzt bringen. Ich wollte jetzt eigentlich nur diesen 13. Platz mit nach Hause fahren. Am Ende ist es wurscht, wie. Scheiß auf Rückblende. Am Ende ist es wurscht, wie. Schade, es hätte mehr sein können. Es wäre mehr drin gewesen, aber wie gesagt. Wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Naja, egal. Wir haben egal wie es ist, wir haben die Aufgabe geholt. Wir haben die Aufgabe geschafft. Am Ende ist es wurscht. Ich hätte mehr Punkte, hätte mehr ummachen können. Ich war ja schön dran, ich war ja auf 12 und 11 dran. Und dann hat sich das Auto schön weggeschossen. Scheiße, Mann. Nichts als Geld, Jackson Button von mir, weil ich das letzten beiden Saisons immer noch auszuleben, obwohl sie gleich die jetzt mittlerweile Teamkollegen sind. Ihre mangelnde Bereitschaft, sich dem Gang okay, den Kanada in Position zu überlassen, ist ein schlechtes Licht auf Carlos Button. So, Nachrichten. Oh nein. Was willst du jetzt von mir? Aiden, nur zur Info. Die Nachbesprechung wird um 30 Minuten verschoben. Alles klar. Danke fürs Bescheid sagen. Hör zu. Das jetzt, wo wir gerade reden. Was da heute passiert ist. War nicht meine Schuld. Devin denkt, er ist der einzige Fahrer. Damit die nicht so lange darauf rumkommen.
So funktioniert kein Team. Das weißt du. Bitte was? Klar, es ist nur... Ich will das nicht hören. Wir haben genug Probleme. Was immer zwischen euch beiden vorgefallen ist, muss jetzt ein Ende haben. Okay. Ich möchte so nicht mit dir reden müssen. Und ich werde David dasselbe sagen. Komm schon. Klar. Wir sehen uns bei der Besprechung. Ey, du bist das warm, Leute. So, gucken wir nochmal hier rein bei Social. Als letztes Sonne kam sich echt, ey, Jax, Butler sollte gefeuert werden. Oh, wenn sie keine Punkte sagen, sie für Drama. Geht's lang, du kannst, sie werden in der nächsten Saison nicht mehr hier sein. Ah ja. Ah, Long Button, der sagt gerade hier, es steht zu uns scheinbar. Jetzt sieht, wo ich bin. Barbados, ja. Interessiert mich herzlich wenig. Morgen ist das Interview. Brauche ich jetzt nicht. Weiter geht's. Morgen, dann um 14 Uhr mit dem Kapitel Nummer 3. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play F1 23 Breaking Point 2.